gibt keine Bilder, aber die Idee fand ich cool eigentlich. Lenovo hat das mal gemacht mit einem, das nennt sich IdeaPad U1. Das haben die letztes Jahr CS vorgestellt. Nee, das ist irgendein Werbespot. Haben jetzt hier einen Core i im Dock gehabt und einen ARM im Tablet. Mhm. Und wenn, da musste man nachschauen. Ich meine sogar, wir haben ein Videoformat, gibt eine 10-inch Variante davon. Ja. Das Schöne ist, wenn du zum Beispiel, du bist dann unter Windows auf dem, im Dock selber, wenn du es rausnimmst, war damals ein Ubuntu Linux gewesen. Aber es hat sogar, wenn du das gleiche, wenn du mal das Double Tap hattest, hat das damit dann in die Ubuntu-Welt genommen. Ja. Das war schon ziemlich. Nee, der zoomt nicht rein, ne? Aber so wird das Prinzip sein. Mit, normal startet. Ah ja. Das wurde halt so nicht ganz, ganz so schnell tappen. Ist egal, mach einfach Play. Das sieht so aus. Funktioniert auch mal richtig flüssig. Ja. Mhm. Und jetzt? Du musst einen Winkel hier einfach einstellen. Ups. Ja. Und dann versuchen, oh, cool, diesen Basketball zu treffen. Sehr cool. Du bist ja ein Teufelskerl am Basketball. Ja. Das macht übrigens richtig süchtig, dieses Spiel. Sieht ne? so aus. Also, ja. Ähnliches gibt es aber auch im Market. Ja? Mhm. Dann musst du den aber dann so hochziehen. Ich glaube, da musst du dir so eine Ellipse denken einfach. Mhm. Mit der Maus, da wird dir halt der, der Weg, glaube ich, ein bisschen angezeigt. Mhm. Oh. Okay. Okay. Dann geh mal raus und mach nochmal Doom an. Ich hau ab. Okay. Den Artikel neu ablesen, hat dann noch. Mach ich. Alles klar. Den Laptop habe ich euch jetzt hier angelassen, ja, mit Google Talk. Okay, super, danke. Bis morgen. Ciao. Kannst du es ein bisschen hochhalten? Das spiegelt gerade. Sehr stark, ja super. Ja. Also über die Flash-Performance kann man wirklich nicht meckern. Aber mal gar nicht. Sieht super aus. Das war's. Doom in Flash auf dem Motorola Xoom.